Morgen, ihr Lieben. Ich bin immer noch auf der Caravan Live hier in Freiburg und ich bin bei Verfaller Camper. Und wir haben das Konzept schon mal vorgestellt. Ich glaube, es war 2019 oder was? 20. Genau. 20 war es. Ja. Ja, und bei mir ist der liebe Erfinder des Ganzen, würde ich mal sagen. Stell dich doch einfach gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin der Friedrich von Verfaller Camper. Erfinder klingt immer so hoch, aber ich hatte einfach einen Eigenbedarf. Und daraus, aus so einer Urlaubsidee raus, ja, aber da entstehen meistens die coolsten Ideen, ne? Ja, ja, man muss dann schon noch ein bisschen rigoros sein und sich manchmal fragen, ob es noch vernünftig ist, aber man muss da durchziehen, genau. Ja, das Wetter spielt heute in Freiburg nicht ganz so mit. Deswegen, ich hoffe, dass wir keine größeren Regentropfen auf die Linse bekommen. Aber wir stehen hier so ein bisschen überdacht und ja. Ja, und es ist halt Herbstwetter. Genau, und wir haben uns entschieden, hier den Stand draußen zu haben, haben ein bisschen auf die Sonne spekuliert. Aber so ist ja im Urlaub auch, man spekuliert auf die genau. Sonne und es regnet mal. Und es aber so kann man halt extrem gut zeigen, dass das auch genau für so Wetter gedacht ist. Also, dass du auch damit super Urlaub machen kannst. Genau, wir sind Camper. Richtig, genau, das war da gut. Ja, dann erzähl doch mal bitte, was ist neu, was ist anders? Wo unterscheidet sich jetzt genau das Konzept von dem Urmodell? Genau, also die wichtigste Neuerung dieses Jahr ist dieses Speech-Chair-Modul hier auf der rechten Seite. Okay. Aus der Klappe heraus ist es entstanden. Ich würde es einfach kurz zeigen oder auch ausführlich. Ja. Also, letztlich eine Panoramaklappe. Der Zuckerwatte-Verkäufer, der kennt es auch als Verkaufsklappe. Ja. Ja, und es öffnet eben zum einen den Innenraum nach außen und wir haben da so ein Möbel dazwischen gestrickt, das zum einen innen mit außen verbindet auch und das verschiedene Funktionen erfüllt. Ich nenne es Küchensitzkommode, ja. Weil es einfach unheimlich viel Gepäck aufnimmt. Zum einen in den Schubkästen oben, als auch in den Schubkästen unten drunter. Ach so, du kannst sie nach innen, nach außen klar. Genau. Aber ich merke jetzt schon den riesen Vorteil. Wir stehen hier wirklich jetzt unter einem Dach, ne? Und du kannst das jetzt auch bei so einem Wetter mal auflassen. Genau, und der andere Vorteil ist, deswegen heißt es auch Beach Chair. Beach Chair ist Englisch für Strandkorb. Okay. Und wer kennt es im Strandkorb, da sitzt man drin, richtet den Rücken Richtung Wind, ja. Ist von drei Seiten geschützt und hat nach vorne einen guten, schönen Ausblick. Und wir haben heute Glück, der Wind kommt von der Rückseite. Ja, also wenn man jetzt drin sitzt, ist man tatsächlich windgeschützt von drei Seiten. Ich kann mich gerne mal reinsetzen. Ja, und hier ist halt das Coole wirklich, dass ihr hier ein Riesenbett habt. Also du hast den Anhänger vom Grundmaß. Genau, das ist, der Koffer innen ist 1,42 breit und 2,55 lang. Okay. Also mit Deichsel unter 4 Meter, mit Kotflügeln unter 2 Meter. Ja, super. In der Höhe ist der jetzt 2,14 Meter. Wir haben das Dachzelt noch oben drauf, dann ist so 2,45 über den Daumen. Okay. Genau. Ja, du hast natürlich hier schön ne, Kühlbox mit drin, du hast die einzelnen Boxen mit drin, du hast Wasser mit an Bord. Ich mache jetzt mal einmal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz hier rum, damit ihr das mal von der anderen Seite seht. Ich hoffe, dass das jetzt mit der Linse nicht zu nass wird. Aber hier ist dann halt, ich sag mal, das Schlafmodul, ne, mehr oder weniger. Genau, und das ursprüngliche Modell hatte ja zwei solche Schlafzelte, links und rechts, ja. Für vier Personen. Und dann kamen Kunden, die haben es eben nur für zwei Personen gebraucht und haben gesagt, sie wollen so eine Klappe reinhaben. Und ich habe erstmal gedacht, ja, ist bestimmt witzig, aber so ein bisschen Schnickschnack. Und dann habe ich das gebaut und wie ich denen ihren Anhänger eingeräumt habe, habe ich gemerkt, das ist unheimlich praktisch zum Beladen, das ist unheimlich praktisch zum Saubermachen, geht alles dann durch die Seitenklappe mit dem Staubsauger. Dann habe ich gedacht, das will ich auch haben, aber wir sind zu viert. Dann musste ich eben ein bisschen knobeln, wie das geht mit dem Dachzelt, ja, das dass ich die Funktionen habe, die ich an der Klappe haben will. Und das ist das Ergebnis. Hammer! Ich gehe jetzt einfach hier lang, hier ist trocken. Ich habe keine Linse, ich darf durch den Regen. Ja. Ja, ich hoffe, dass sie... Ja doch, sie ist trocken geblieben soweit. Genau, und hier haben wir eben einen 15 Liter Wassertank sozusagen. Das ist eine Edelstahlkanne. Ja, sieht schick. Ja, ist aber auch stylisch, ne? Ja, sieht schön aus und geht halt ohne Strom. Genau. Also es ist halt auch, wenn man unterwegs ist und macht eine Pause, ja. Geht man zum Hänger, macht die Klappe auf, kann Hände waschen, Essen rausholen aus der Kühlbox. Das Gekühlte. Stimmt, das hinten hast du natürlich zu. Ja, genau, lasse ich zu, setze mich hierher, wenn es regnet oder wenn die Sonne knallt, mach beim Fenster noch einen Sonnenschutz ja. Zu. Also es ist sowohl unterwegs als auch am Platz. Wirklich charmant. Ja, und du kannst, das ist ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil, du kannst das fast hinter jedes Auto hängen. Genau, ja, weil ja. Es ist echt leicht. Ja, also bei uns ist das allereinfachste Modell, ist nur der Koffer mit einem Schlafmodul als 750 Kilo Hänger, liegt knapp unter 400 Kilo. Ja. Jetzt der hier mit zweiten Möbel, mit Kühlbox, mit Dachzelt, wir haben auch sonst noch ein paar Sachen dran, der müsste leer bei ungefähr 650 liegen. Zulässig haben wir 1300 in dem Fall. Der ist gebremst für Tempo 100.
Ach, 100er Zulassung auch. Also ja, früher, klar. Ja, muss ja vom Fleck kommen. Ja, klar. Auch schön gemacht hier oben mit dieser Beleuchtung, so indirekt, so oben ein bisschen versteckt. Aber das ist schon echt charmant hier, ne? Also mit den, klar, super. Du hast hier oben die Stangen drin, da wo du dann direkt noch Klamotten drin aufhängen kannst. Genau. Du hast diesen Einsäulentisch. Genau, für Tage wie heute sage ich dir noch einen Schlechtwettermodus. Okay. Ja, das ist so einfach, ne? Es ist so einfach. Ja, und man sitzt wirklich zu viert, Kommode um den Tisch. Zu fünft geht auch. Wenn es wirklich viele Personen sind, wenn die Familie noch größer werden, können wir einfach auch einen längeren und einen breiteren Hänger nehmen. Ja. Die nächste Stufe ist 50 cm länger, 15 cm breiter. Das ist spürbar im Unterschied. Also da können wir ein bisschen in den Baukasten greifen. Aber ich finde das System hier echt sehr, sehr cool mit dem ausgeklappt. Du hast jetzt hier, wie groß ist das Bett? Das ist jetzt glatt, 2 Meter auf 1,40. Ja, ausreichend. Genau, und wir haben ja ringsrum noch diese 15 cm Luft. Das Ach so, heißt, ja. Wenn jemand noch mit dem Fuß ein bisschen hinten raushängt oder den Arm oben rauslegt, das geht alles. Ja. Genau. Ja, und vom Verstauen, du hast gesagt gehabt, ihr habt das hier alles genau. in diesen Boxen. Ne? Du hast jetzt hier zum Beispiel, ist im Grunde eine komplette Küche, ne? Genau, eben komplett eingeräumt. Ich würde es einfach mal einladen, weil das ist schon auch so ein praktisches Talent hier. Okay. Also wir reisen zu viert mit dem Mini Countryman und das Auto ist eigentlich leer, weil wir alles hier drin haben. Und hier oben, selbstverständlich, das könnt ihr ja nicht, es ist halt sehr dunkel im Moment, aber ja. Hier oben ist halt noch das Dachzelt. Hast du halt auch nochmal die Schlafmöglichkeit. Ja, genau, und sehr dunkel. Das ist jetzt zum Zeigen schlecht, aber das ist zum Schlafen sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, weil es halt gerade dunkel ist. Ne? Das heißt, wenn die Sonne mal reinscheint, hast du nicht das Problem. Genau, und wir waren jetzt an Pfingsten an der Nordsee. Tolle, helle Abende, aber halt auch tolle, helle Morgen. Und dann waren die Kinder waren halt unterwegs bis um 10:30, 11:00. Und morgens die ersten auch, die wach sind und ihr wolltet schlafen? Eben nicht. Weil das Ding so dicht ist. Ach, schön, also die haben geschlafen bis um 9:30 da oben. Perfekt. Und draußen war hell seit 5 Stunden. Also, ja, das ist schön. Genau, also das ist einfach bei diesem Overzone, einfach dieser dicke Baumwollstoff, das ist dafür super. Ja, vor allem, ich finde es halt sehr cool gelöst mit dem Überstand hinten, dass ihr das hinten im Grunde ja zumachen kann. Dadurch hast du ja auch eine Wohnraumerweiterung, ne? Mit dem Ganzen. Genau, ja. Also das muss auch sein, das haben auch unsere Hänger ohne ein Dachzelt, die haben hier ein Vorzelt, da haben wir eine Klappe dran wie beim Bus und hängt da drüber ein Vorzelt. Weil wir brauchen das Vorzelt zum Schuhe ausziehen, Jacken ausziehen. Ja, damit du sauber drin bist. Hier steht das Campingklo. Ah ja. Genau. Und hier steht dann im Regelfall die Küche. Und dann kommt man hier noch durch. Also das Vorzelt ist Gold wert. Steht nicht zur Diskussion. Ja, dann lad mal ein, dann bin ich mal gespannt. Den Tisch habe ich schon mal abgebaut. Der kommt nachher da mit dem Polster, wird der auf die Bank gestellt. Der Fuß, der hat hier einen Platz. Wir haben zu dem Tisch auch einen Dreifuß, dann heißt man benutzt den gleichen Tisch auch an der frischen Luft. Das ist cool, dann brauchst du keinen zweiten Campingtisch noch mitnehmen. Genau, Wumms. So, der Kocher, da haben wir ein bisschen nach dem Kompakten geguckt, dass der hier mit reinpasst. Dann ist der mit dem Kabel hier in der Kiste. Ja, man sortiert sich halt einfach, ne? Ja. Aber da ist dann auch jeder frei, ob er wirklich einen Zweiflammenkocher braucht oder ob ihm einer reicht. Ich bin mal gespannt. So, das ist jetzt die Arbeitsplatte von der Küche. Ja. Und die hat hier eben eine wichtige Funktion. Ach, das ist dann wie so eine Schottwand. Genau, und damals dahinter, genau 2 Meter. Und die können wir eben mit den Kisten genau ausfachen. Okay, das ist natürlich also mega, weil du gleichzeitig auch die Kühlbox vorne und die Sachen dann schützt, dass die halt nicht nach vorne überall gegenscheppern. Genau. Ja, und es ist halt ruckzuck auch eingepackt. Ja, und diese ganzen Kisten, klar, die Küche ist jetzt sowieso voll, aber jetzt die Kisten, die ich jetzt bringe, das ist der Schrank für die Kinder, also für die Dachzeltbesatzung. Ach so. Die nimmt man halt so mit ins Haus, packt die, belädt die und bringt die halt hier rein und stellt sie rein, muss nichts umräumen. Ah, das ist das super, ne? Man kennt das ja vom normalen Camper, dass man erstmal 100.000 Taschen packt, die dann zum Camper schleppt
da sie wieder auspackt. Und wenn man dann wieder zu Hause nachher angekommen ist, geht das Ganze rückwärts. Und ihr habt ja einfach in den Boxen das Ganze. Genau. Und es ist wirklich genau ausgemessen, dass es hundertprozentig passt. Ne? Und jetzt, bevor wir so einen Platz wechseln, haben wir eben auch noch Hocker. Das ist für Leute, die zu zweit reisen, oft nicht so spannend. Auch für Familien ist das oft cool, weil die passen ja eben in die Deckel rein. Ah, okay. Dann brauchen die auch einfach so gut wie keinen Platz. Muss ich auch nichts verspannen. Wer gründlich ist, legt noch eine Decke oben drüber. Du bist aber auch recht zügig mit dem Ganzen dann mit dem Einpacken, ne? Ja, also wir nennen uns ja der Campingbus zum Anhängen. Und da muss es schnell gehen. Also das ist nichts, was man zwingend für eine Woche aufbauen muss. Nee. Sondern es gilt auch für mal ein oder zwei Nächte, wenn man gerade Bock hat. Und deswegen. Und schon hast du alles verstaut. Genau, wenn wir jetzt kurz noch die Seiten wechseln. Ich komme hier rüber. Genau. Dann haben wir hier jetzt eben noch so eine Kiste. Da haben wir ein bisschen Planen und Zubehör mit drin. Die kommt hier noch mit dazu. Dann haben wir hier eine Trenntoilette, die passt hier hinten noch rein. Und noch der Koffer mit dem Werkzeug und mit den Heringen und den Schnüren. Ja. Und schon ist das Ganze fertig gepackt. Und du erfüllst alle gesetzlichen Vorschriften von Ladungssicherung hier mit den Boxen, weil es ist formschlüssig geladen. So sieht's aus. Da Hammer. Fliegt einfach nichts raus. Ja, wir hatten es jetzt in 2 Minuten drin, mit Nebenwelt unterhalten. Das ging jetzt wirklich zügig. Genau. Und wenn wir dann eben das Schlafzelt noch zu haben, dann geht es hier hoch. Dann haben wir hier Volumen, 1,20 Meter auf 1 Meter, auf 2,5. Also irgendwie 3 Kubikmeter Luft noch. Ja. Das heißt, entweder kann man dann noch Fahrräder davor spannen oder die große Gartenliege, was man halt noch dabei haben will. Ihr habt es ja hier auch, ne, den Fahrradträger einfach schön vorne auf der Deichsel mit. Genau, auf die Deichsel kann entweder nichts oder so ein Kugelkopf eben für einen Fahrradträger oder so eine Kiste. Genau, die Kiste ist natürlich auch super, wie gesagt, die kann man dann einfach schön vorne statt des Fahrradträgers beispielsweise, wenn man, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Fahrräder innen transportiert, macht man halt sich die Kiste vorne drauf, genau. Hat da auch noch Sachen. Ja, das ist meistens so der Hauswirtschaftsraum. Ja. In die geht eben auch eine 5 Kilo Gasflasche rein. Ja, und sie, ich habe eben schon gefragt, die ist halt wasserdicht, das ist halt super. Ne? Ja. Also dafür genau. Sind diese Aluboxen natürlich auch richtig cool. Ja, vielen lieben Dank. Also ich denke mal, das ist ein sehr cooles Konzept. Und wenn ich überlege, was ihr seit 2020 draus gemacht habt, aber so wächst man halt auch damit. Ne? Man hat eine Idee und dann kommen auch immer, wie das mit der Seitenklappe, da kommen dann auch Kundenwünsche, wo man denkt, okay, mache ich mal und dann verfeinert man das Ganze noch und ihr habt es dann halt einfach cool umgesetzt. Schön, wenn es gefällt, aber die Resonanz ist gut. Ja, genau. Wie gesagt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, haut es gerne in die Kommentare oder kontaktiert gerne das Team direkt. Genau, und wenn die Messen im Winter stattfinden, sind wir auf der CMT in Stuttgart und auf der Free in München. Ah, seht ihr, dann könnt ihr da gerne auch vorbeikommen. Und ja, dann seid ihr aber drinne. Ja, dann sind wir drin tatsächlich. Dann seid ihr drin. Weil, also wer es drauf anlegt, darf auch im Winter campen, aber ich sage, es ist Ostern bis Oktober. Ja, klar. Ja, ist einfach schöner. Auf jeden Fall, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Aber es geht auch bei diesem Wetter. Ja, kein Problem, klar. Mega. Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Ja, würde mich freuen. Ciao. Ciao.